Ja, Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Beim letzten Mal haben wir mit dem Eisernen Bullen gesprochen und haben die Kunari etwas näher kennengelernt und sehr viele interessante Informationen über die Kunari bekommen. Und in dieser Folge kümmern wir uns um die nächste Begleiterin. Und zwar... da, um die Hofverzauberin. Vivienne de Fea, die erste Verzauberin von Mont-Simar, hat eine Einladung zu ihrem Empfang im Château von Herzog Bastien de Ghislain ausgesprochen. Und da reisen wir jetzt hin. Na, wir nehmen mal den Bullen mit. Und wir nehmen Varric mit und wir nehmen Solus mit. Huch, ich trete hier vor meinen Mülleimer. Kehre zur Himmelsfeste zurück, um über gefangene Feinde zu richten. Zur Himmelsfeste können wir noch gar nicht, das Spiel spoilert. Na, geht's los? Ja, offensichtlich. Welch wohlige Klänge. Meister Kadesh von der Inquisition. Ja, der bin ich. Es ist mir eine Freude, mein Herr. Wir haben so selten Gelegenheit, neue Bekanntschaften zu machen. Es sind immer dieselben Leute auf diesen Feiern. Ihr seid also ein Gast von Madame de Fer. Oder seid ihr wegen Herzog Bastien hier? Seid ihr geschäftlich hier? Ich habe die wunderlichsten Geschichten über euch gehört. Es ist unvorstellbar, dass auch nur die Hälfte davon wahr sein könnten. Mhm. Was habt ihr über mich gehört? Einige behaupten, Andraste selbst habe euch aus dem Nichts gerettet, als sich der Schleier öffnete. Ja. Natürlich, stimmt alles. Alles, was ihr gehört habt, entspricht der Wahrheit. Das wird ja immer besser. Die Inquisition sollte wirklich mehr dieser Feierlichkeiten besuchen. Ja, diese abgehobenen Leute mal ein bisschen auf Trab halten hier. Gefallene Schwestern und verrückte Sucherinnen? Man kann sie einfach nicht ernst nehmen. Und wer bist du? Jeder weiß doch, dass sie nur einem Haufen politischer Ausgestoßener als Vorwand dient, um Macht zu erlangen. Ich habe nie behauptet, heilig zu sein. Worauf wollt ihr hinaus? Ihr habt gerade vor all diesen Leuten zugegeben, dass ihr ein betrügerischer Usurpator seid. Wir wissen, was eure Inquisition wirklich ist. Wenn ihr ein Mann von Ehre wärt, würdet ihr jetzt vortreten und auf diese Vorwürfe reagieren. Mein lieber Marquis, wie unhöflich von euch, in meinem Haus einen derartigen Ton anzuschlagen. Und das gegenüber meinen Gästen. Ihr wisst, ein derartiges Benehmen ist untragbar. Madame Vivienne, ich bitte demütigst um Verzeihung. Das solltet ihr auch. Was soll ich nur mit euch machen, mein Lieber? Werter Herr, ihr seid in dieser unseligen Angelegenheit die gekränkte Partei. Was soll ich eurer Meinung nach mit diesem törichten Mann machen? Eigentlich ist es mir scheißegal. Der Marquis kümmert mich nicht. Macht mit ihm, was immer ihr wollt. Armer Marquis, musstet ihr hier Herausforderungen aussprechen und mit Beleidigungen um euch werfen, wie irgendein feraldischer Hut? Und dabei seht ihr in diesem Wams eurer Tante Solange so schick aus. Hatte sie es euch nicht geschenkt, damit ihr es im großen Turnier tragen könnt? Im Turnier? All die tapferen Chevaliers, die daran teilnehmen, sind schon heute Morgen nach Markham aufgebrochen. Doch ihr seid noch hier. Hattet ihr gehofft, ihr könntet eure verletzte Ehre wiederherstellen, indem ihr den Herold Andrastes in einem öffentlichen Duell besiegt? Hätte er eh nicht geschafft. Oder dachtet ihr, sein Schwert würde der Schande eures Versagens ein Ende bereiten? Verschwindet, mein Lieber, und grüßt eure Tante von mir.
Große Wie schön, Fresse, dass nichts ihr dahinter. Sein konnte, dieser kleinen Zusammenkunft beizuwohnen. Erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Ich bin Vivienne, erste Verzauberin von Mont-Simart und Verzauberin des kaiserlichen Hofes. Könnte dieser Marquis ein Problem sein? Seine Tante ist die Vicomtesse von Mont de Glace. Keine mächtige Familie, aber sehr angesehen. Und sehr religiös. Sie werden Alphonse wegen der Sache enterben. Es war nicht das erste Mal, dass er Schande über seine Tante brachte, aber gewiss das letzte Mal. Und nach dieser öffentlichen Demütigung wird er vermutlich in die Dales gehen, um sich den Kriegsbemühungen der Kaiserin anzuschließen. Entweder um alles zum Guten zu wenden oder um wenigstens einen Funken Selbstachtung zurückzugewinnen. Ah ja. Euer Salon hat meine Erwartungen bisher bei weitem übertroffen. Schön, dass ihr euch amüsiert, mein Lieber. Ich wollte euch einmal persönlich treffen. Es ist wichtig, seine Bekannten sorgfältig auszuwählen. Seit dem Tod der göttlichen Justinia liegt die Kirche in Scherben. Nur die Inquisition kann unserem verängstigten Volk wieder Vernunft und Ordnung bringen. Als die Anführerin der letzten loyalen Magier von Thedas halte ich es für richtig, euch meine Hilfe anzubieten. Na gut, hier können wir sie jetzt schon dazu nehmen oder nicht, aber wir wollen erstmal nachfragen. Ihr sagt, ihr führt die letzten loyalen Magier an. Loyal gegenüber wem? Den Bewohnern von Thedas natürlich. Wir haben, im Gegensatz zu einigen anderen, das Gebot nicht vergessen, dass die Magie den Menschen dienen soll. Ich unterstütze jeden Versuch, die Ordnung wiederherzustellen. Was habt ihr davon? Dasselbe wie jeder andere, der dieses Chaos bekämpft. Die Möglichkeit, mich meinem Feind zu stellen, mein Schicksal zu bestimmen. Ich werde nicht ruhig auf den Untergang warten. Die Frage ist immer wieder da, war auch beim letzten Mal schon so, ist etwas komisch. Was genau könnt ihr für die Inquisition tun? Ich bin mit der Politik des Reichs von Orlais bestens vertraut. Immerhin kenne ich sämtliche Mitglieder des kaiserlichen Hofes persönlich. Ich habe Zugriff auf alle verbliebenen Ressourcen des Zirkels. Außerdem bin ich eine leidlich gute Magierin. Reicht das? Ja, klingt auf jeden Fall schon mal nicht gar so schlecht. Heißt das, ihr würdet die Inquisition aus dem kaiserlichen Palast heraus unterstützen? Für gewöhnlich würde ich liebend gern zwischen euch und dem Hof vermitteln. Allerdings leben wir in ungewöhnlichen Zeiten. Der Schleier ist zerrissen und am Himmel prangt ein Loch. Es ist die Pflicht eines jeden Magiers, alles zu tun, um die Bresche zu schließen. Deshalb würde ich der Inquisition auf das Schlachtfeld folgen. Seid ihr religiös? Was haltet ihr von der Kirche? Ich war eine glühende Verehrerin der göttlichen Justinia der Fünften. Im Idealfall eint die Kirche die ungleichen Kulturen in Thedas und kümmert sich um die Schwachen. Wäre sie nicht gestorben, hätte Justinia viel erreichen können. Ihr wisst, dass die Kirche diese Inquisition nicht sanktioniert hat. Die Kirche ist führungslos. Sie ist nicht in der Position, irgendetwas offiziell zu sanktionieren. Abgesehen davon, mein Lieber, wenn es eine Tugend gibt, die uns der Gesang des Lichts lehrt, dann doch wohl Vergebung. Wenn die Inquisition die Bresche erst einmal geschlossen hat, wird sich die neue Göttliche wohl kaum um irgendeinen offiziellen Permiss scheren. Ich will die Frage nochmal stellen. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Anschlussfrage gab und ich die irgendwie übersprungen habe. Ihr sagt, ihr führt die letzten loyalen Magier an. Klicken wir mal weiter. Ich unterstütze jeden Versuch, die Ordnung wiederherzustellen. Das habe ich, glaube ich, nicht gefragt. Dann seid ihr dafür, die Magier zum Zirkel zurückzubringen? Wo sonst können Magier lernen, ihre Talente zu beherrschen? Wir brauchen eine Institution zum Schutz und zur Pflege der Magie. Nur der Erbauer weiß, dass die Magie beides nicht ohne Hilfe finden wird. Gut, dann sage ich mal, willkommen an Bord. Die Inquisition ist stolz, euch in ihrer Mitte begrüßen zu können, Lady Vivienne. Das ist der Beginn von etwas ganz Großem, das garantiere ich euch. Na, das werden wir ja noch sehen.
So, sind wir jetzt eigentlich wieder direkt in Haven? Fragezeichen? Irgendwas ist passiert im Hintergrund. Ich glaube, einfach nur Quest abgeschlossen. Das war, glaube ich, das Geräusch. Und wir sind offenbar zurück in Haven. Weil sonst wäre dieser Ladebildschirm irgendwie nicht so sinnvoll. Na, komm, Spiel, mehr dich aus. Kann ja nicht so lange dauern. Also die Ladezeiten bei bei Inquisition haben auch einige in die Kommentare geschrieben, sind wohl teilweise sehr lang. Das ist natürlich nicht so schön. Aber gut, die Gebiete sind halt echt, also Haven jetzt nicht, aber andere Gebiete wie die Hinterlande sind zum Beispiel sehr groß. Da muss natürlich viel geladen werden. Klar. Insofern auch schade oder ungünstig, aber auf der anderen Seite sicherlich auch verständlich. So, pass auf, was ich jetzt noch machen will. Hier links steht Vivienne, mit der quatschen wir beim nächsten Mal. Ich will jetzt aber nochmal hier auf der Karte gucken, ob es Neues gibt. Zu Minave gehen wir auch irgendwann nochmal, aber erstmal ein bisschen kämpfen und sammeln und so Risse schließen und hast du nicht gesehen. So, wir sind in unseren Schlafanzug geschlüpft. Mal gucken, hier ist nichts Neues. Hier brauchen wir 15 Macht für Wirt, wenn wir uns ein bisschen mit Quests... Habt ihr was Neues gehört, Liliana? Oh, Andrastes Geheimnisse. Noch nichts wissen? Nein, nichts. Wenn wir uns mit Quests in den Hinterlanden und an der Sturmküste befassen und da ein bisschen durchtingeln, haben wir mehr als genug Macht, um auch das hier freizuschalten. So, aber erstmal Andrastes Geheimnis. Eine Rune. Okay. Wir haben Spione mit magischem Wissen und den Mitteln, an Texte zu gelangen. Ich muss niesen, kleinen Moment. Da bin ich wieder. Ich glaube, eine Erkältung ist im Anflug. Das ist unschön. Ich hatte vor kurzem erst eine. Ich weiß nicht, was diesen Winter los ist. Sonst bin ich nie so oft erkältet. Also, ich kenne Josephine, ich kenne eine diskrete Gelehrte in Antiva. Sie würden die Runen mit Freuden für uns übersetzen. Ja, mach doch mal. Ein bisschen Diskretion kann nie schaden. Geld beschaffen kann man zwischendurch immer mal machen. Das ist eine Quest, die es immer gibt. Auf dem Kartentisch. Aber in Orlais ist jede Menge los. Schau mal einer, guck. Über die Nachfolge entscheiden, Pflicht oder Wahrheit. Die Verträge der Grauen Wächter beschäftigt. Das kann, glaube ich, nur Cullen machen oder nur Josephine. Ich weiß gerade gar nicht. Die Überreste der Kirche. Bericht bereit. Die Diplomatie hat uns nicht im Stich gelassen. Jene Klerikerinnen, die unsere Hilfe erhalten, waren überaus dankbar und haben unsere Gegner erfolgreich übertönt. Dies wiederum hat zu internen Machtkämpfen geführt. Einige Klerikerinnen haben Schläger angeheuert, um andere Klerikerinnen zu töten. Das ist lustig. Also ich stelle es mir gerade ein bisschen witzig vor im Kopf. Ich war gezwungen einzuschreiten, um diesem verachtenswerten Verhalten ein Ende zu machen. Und das von jenen, die nach dem Sonnenthron streben. Die Stimmung in der großen Kathedrale ist angespannt, aber wir können die Kirche für den Moment als politischen Verbündeten betrachten. Cool. Nicht schlecht, Herr Specht. Ist hier oben auch noch Bericht? Ah. C-Modul 2 für Bianca gibt's. Ich sollte meinen Spionen mehr zutrauen. Sie haben Provident tatsächlich gefunden. Er war angesichts des Krieges der Magier und Templer bei einem wohlhabenden Gönner in Nevarra untergeschlüpft. Als wir ihm eine kurze Beschreibung von Bianca gaben, passt er den Entwurf eines Blattfederstabilisators an sie an. Außerdem überließ er uns seine Entwürfe für die Optimierung unserer Belagerungsmaschinen. Na bitte! Die seltsamen Kreidezeichen untersuchen? What the fuck? Was für Kreidezeichen? Auszug aus Rektors Berichten. Kennt ihr dieses Zeichen?
ein auf dem Kopf stehendes Dreieck mit zwei Wellenlinien, die es durchkreuzen. Ein Späher hat diese Kreidezeichnung auf einer eingestürzten Mauer in der Nähe eines unserer Vorposten entdeckt. Eine flüchtige Überprüfung des Zeichens hat nichts ergeben, die Archivare sind immer noch auf der Suche. Argent meinte, sie hätte das Zeichen oder etwas sehr ähnliches schon einmal in einem Hauptbuch der Comteste Bayare gesehen. Wir haben eure Befehle ausgeführt. Fast alle unsere Vorposten wurde auf diese Weise markiert. Da stimmt irgendwas nicht. Fast alle unsere Vorposten wurden auf diese Weise markiert. Sieht so aus, als würden wir beobachtet. Warum, wissen wir nicht. Das darf Liliana mal machen. Wie wäre es mit einem Vorposten als Köder, der in der Nähe einer Handelsroute liegt und genau beobachtet wird? Sobald jemand seine Kreide zückt, schlagen wir zu. Na, aber hallo. Dann wollen wir doch mal sehen. Aber das wollen wir unbedingt. So, damit haben wir alle drei erstmal wieder losgeschickt. Das ist gut. Plus 30 Einfluss. Gut, dann reden wir beim nächsten Mal ausgiebig mit Vivienne, die genau dort steht. Und bisher sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao ciao, bis zum nächsten Mal und den Gesang des Lichts, den stimmen wir dann bestimmt auch an.